So, hier haben wir die Gebrüder Gondorf, Ruven, der heute gespielt hat als Kapitän, und Patrick, der auf der Bank ein bisschen in Trainerfunktion heute die Aufgaben wahrgenommen hat. Ruven, Spielverlauf, was sagst du dazu? Ja, ich muss erstmal Glückwunsch an den ASV Durlach zu einer guten Leistung und einem Sieg. Insgesamt waren wir sehr zufrieden. Wir haben das umgesetzt, was wir mit unserem Trainer besprochen haben, sind sehr gut defensiv gestanden und haben Nadelstiche nach vorne gesetzt. Insgesamt war es für mich ein klares 0-0-Spiel, obwohl beide sehr gute Chancen haben. Und heute muss man sagen, hat der Glücklichere die Punkte mit heimgenommen. Patrick, wie siehst du den Spielverlauf? Ja, es war zu erwarten, dass eine kleine hitzige Partie wird mit ein paar strittigen Szenen. Letztendlich muss ich einen Glückwunsch an unsere Mannschaft zunächst mal richten, die heute eine kompakte Mannschaftsleistung dargeboten hat und eine super Einstellung vor allen Dingen an den Tag gelegt hat, wenn man bedenkt, welche Problemfälle momentan bei uns, sei es Verletzungen oder Spieler, die wieder zurückgekommen sind, die nicht bei 100% Fitness liegen. Wie die aufgetreten sind, haben sich zerrissen, als Mannschaft zusammengestanden. Letztendlich dann der ASV ein bisschen das glückliche Händchen gehabt mit dem 1-0 Fernschuss. Aber an der Stelle natürlich Glückwunsch an der ASV Durlach. Ich denke, ein Remis wäre verdient gewesen, für beide Seiten auch in Ordnung. Letztendlich, wie gesagt, ging es dann die 3 Punkte zugunsten des ASVs. Highlights der Partie, Ruven. In der ersten Halbzeit hat der ASV Durlach einen sehr guten Kopfball gehabt, wo unser Torwart hervorragend gehoben hat. Dann zweimal in meiner Person selber, wo ich mich vorne durchspiele, aber selber nicht zum Abschluss komme. Und zweite Halbzeit war dann auch nochmal relativ ausgeglichen, wo unser Innenverteidiger Patrick Becker vor dem Tor leider den Ball nicht richtig erwischt und drüber schießt. ASV Durlach hat auch nochmal 2, 3 gute Aktionen gehabt, wo wir auf der Linie retten. Wie gesagt, absolut ein ausgeglichenes Spiel. Und schade für uns, dass es leider andersrum heute ausgeht. Und wie geht es jetzt weiter für euch? Was warten für demnächst für Aufgaben auf euch? Ja, insgesamt muss man sagen, wir stehen ja im Mittelfeld. Nach oben wird es jetzt schwer, nach unten wird es auch schwer. Wir wollen einfach gucken, dass wir jetzt weiterhin als Mannschaft nochmal so auftreten, dass wir den Schwung einfach aus dem Spiel heute mitnehmen, gucken auch, dass ein paar Verletzte nochmal zurückkommen und einfach schon dran arbeiten und auf die nächste Saison hinarbeiten, ein paar junge Kerle dazu nehmen aus der A-Jugend und dann schauen wir mal, was noch rauskommt am Ende. Patrick, hast du dem was hinzuzufügen? Nee, wir wollen einfach einen persönlichen Abschluss auch für unseren langjährigen Trainer Thomas Kies, der das mehr als verdient hat, und wollen natürlich noch den einen oder anderen Punkt natürlich gerne mitnehmen. Du hast es ja schon angesprochen, euer jetziger Trainer, der Thomas, hört als Trainer zu Saisonende auf und ihr wollt dann als Brüder-Trainer-Gespann die Trainingsaufgaben übernehmen. Könnt ihr mehr dazu sagen? Ja, zunächst mal sind wir hoch erfreut und über das Vertrauen, wo uns seitens des Vereins entgegengebracht wird zu dieser Entscheidung dann. Wir nehmen oder stellen uns gerne dieser Herausforderung und möchten natürlich ein bisschen was verändern. Das, denke ich, gehört dazu. Jeder hat da seine eigene Vorstellung, sage ich jetzt mal, als Trainer. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Und Ruven, worauf freust du dich besonders bei diesen neuen Aufgaben, die zu Beginn der oder zum Ende der Saison warten auf dich? Ja, ich glaube, so viel ändert sich gar nicht für mich. Ich habe ja schon mit dem Thomas schon viel zusammengearbeitet, muss man ja einfach sagen, dass wir uns da einfach auch schon gut ergänzt haben. Ich denke, im Verhältnis mit dem Bruder wird es einfach nochmal enger. Wir haben ähnliche Ansichten, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich denke, das ist einfach eine super Kombi, wenn einer auf dem Platz steht und einer das von außen betrachten kann. Wir ergänzen uns gut, was Emotionen angeht, was taktische Ausrichtung angeht. Und ja, es ist einfach nochmal ein Stück weit mehr Verantwortung für mich, aber ich freue mich einfach riesig drauf. Wir haben jetzt schon viel Spaß, die Mannschaft zusammenzustellen, Gespräche zu führen. Das macht uns einfach Spaß. Wir sind durch und durch Fußballer, wir sind eine Fußballerfamilie. Und das ist uns einfach ein Stück weit angeboren. Und deswegen freuen wir uns einfach auf die Chance, die uns der Verein gibt. Auch eine Chance für uns zu beweisen. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr rauskommt.
Rufen, Patrick, dann danke ich euch vielmals für das Interview und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Jedenfalls danke. Vielen Dank.